Den Mann, den ich Ihnen jetzt vorstellen darf, brauche ich wahrscheinlich vielen gar nicht vorstellen. Ich tue es trotzdem. Dir ein bisschen zu schmeicheln auch, lieber Martin. Martin Schenkmeier von der Diakonie Österreich. Er ist Sozialexperte, Mitbegründer der österreichischen Armutskonferenz, Psychologe. Er hat einige soziale Initiativen, die mittlerweile in diesem Land gar nicht mehr wegzudenken sind, mitgegründet und mitinitiiert, etwa Hunger auf Kunst und Kultur, den Verein Hemmerjad, wo es um die Betreuung von schwer traumatisierten Menschen geht, sichtbar werden, Armutsbetroffene, die sich selbst organisieren, frühe Hilfen etc. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit sozialen Themen in Österreich, vor allen Dingen auch mit Armutsthemen. Er ist Lehrbeauftragter am Fachhochschulstudiengang Sozialarbeit am Campus Wien und Johanneum Graz, hat zahlreiche Bücher und Publikationen veröffentlicht. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist, Martin Schenk. Einen schönen Nachmittag. Vielen Dank schon an meine Zettel, dass ich die da gut unterbringe, weil ohne Zettel komme ich nicht gut weiter, das, was ich Ihnen vorhabe zu erzählen. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank auch für die bereits spannende Debatte mit der Karin Heitzmann. Was habe ich vor? So, schauen wir mal, ob wir schon, ich warte noch, bis man das wieder sieht, gell? Die Folien. Ah, wunderbar. Ja? Um das geht's. Soziale Gerechtigkeit und Demokratie, wie hängt denn das zusammen und wie kann man das verbinden? Und ich möchte Ihnen etwas über den Geist von Tom Choad erzählen. Das ist der Hauptdarsteller aus den Früchten des Zorns von John Steinbeck. Werden Sie schon sehen, warum, wie das gut dazu passt. Über das Parlament der Unsichtbaren aus Paris und über Zahlen und Daten, was wir an Evidenz haben, über das, was ich eine tiefe soziale Kluft auch in der österreichischen Demokratie nennen würde. Und ich beginne mit einer Geschichte, die Edouard Louis erzählt, Schriftsteller aus Frankreich, selbst kommt aus einer Familie mit kleinen Einkommen, Vater war in der Fabrik, die Mama hat immer wieder geputzt und er selbst hat dann aus verschiedensten Gründen ein Gymnasium abgeschlossen und studiert und hat einer der sehr bekannten Schriftsteller mittlerweile in Frankreich geworden und er schreibt, einmal wurde im Herbst die jährliche Unterstützung um 100 Euro erhöht, mit der jede Familie Schulsachen für die Kinder kaufen kann. Wir fahren ans Meer, hat Vater gerufen. Seine Freude war so groß, dass er zur Feier mit der ganzen Familie an die See gefahren ist. Edouard Louis erzählt aus seiner Kindheit der 90er und 2000er Jahre in Frankreich. Sein Vater ist Arbeiter mit kleinem Einkommen, die Familie kommt gerade so irgendwie durch. Bei denen, die alles haben, habe ich nie gesehen, dass eine Familie ans Meer fährt, um eine politische Entscheidung zu feiern, schreibt Louis. Die Herrschenden mögen sich über eine Linksregierung beklagen, sie mögen sich über eine Rechtsregierung beklagen, aber keine Regierung bereitet ihnen jemals Verdauungsprobleme, keine Regierung ruiniert ihnen jemals den Rücken, keine Regierung treibt sie jemals dazu, ans Meer zu fahren, das hat er noch vor Corona geschrieben. Louis resümiert, für die Herrschenden ist die Politik weitgehend eine ästhetische Frage, eine Art, sich zu denken, zu erschaffen, eine Weltsicht. Für uns aber ist sie eine Frage von Leben und Tod. Sein Vater ist mittlerweile nach einem harten Arbeitsleben in der Fabrik und Phasen der Arbeitslosigkeit schwer krank und deswegen spitzt Louis noch am Schluss zu und sagt, Chirac machte deinen Darm kaputt, Sarkozy brachte das Rückgrat, Macron hat dir die Luft genommen. Das ist der Blick von Edouard Louis zu Beginn zur Frage soziale Gerechtigkeit und Demokratie. Kommen wir zu den Zahlen. Das sind Zahlen des SORA-Instituts. Sie wissen, das sind diejenigen, Hofinger und Ogrist, die immer bei den Wahlen auftauchen, wenn es Wahlen gibt und dann die ersten Hochrechnungen zeigen und erklären und interpretieren. Sie haben sich angeschaut, wie schaut es dann aus mit, wer geht zur Wahl, wenn wir die österreichische Gesellschaft in drei Einkommensdrittel teilen, ein oberstes Einkommensdrittel, ein mittleres Einkommensdrittel und ein unteres Einkommensdrittel.
Wie schaut denn das aus? Und Sie sehen, das ärmste Drittel der Bevölkerung geht zu 41% bei Wahlen hin. Beim reichsten Drittel sind es nur 17%, die nicht hingehen. Das heißt, nur die Hälfte des ärmsten Drittels geht wählen, aber 80% des reichsten. Jetzt muss man noch dazu rechnen, beim untersten Drittel muss man noch alle dazu rechnen, die gar nicht wählen dürfen, aber hier einen Lebensmittelpunkt haben, also die hier wohnen, leben, lieben, arbeiten, aber halt aus verschiedenen Gründen keine Staatsbürgerschaft haben oder andere Formen, kein Wahlrecht zu haben. Das heißt, da kommt man dann, das sind auch hauptsächlich Leute, die im untersten Drittel der Bevölkerung arbeiten, also beschäftigt am Bau, in der Reinigung oder im Handel. Wenn man jetzt sich anschaut, Sie haben schon gehört den Gini-Koeffizienten bei der Karin Heitzmann, das ist ein Maß für Ungleichheit. Je größer die Schere zwischen Arm und Reich, desto höher der Gini-Koeffizient. Je kleiner, desto weniger arg ist die soziale Schere zwischen oben und unten. Das sehen Sie unten auf der X-Achse aufgetragen und auf der Y-Achse gibt es einen Indikator, der sagt, wie zufrieden sind Sie mit der Demokratie und wie stark haben Sie Vertrauen in die Demokratie. Und was Sie da sehen, sind die zwei Geraden, das nennt man in der Statistik Regressionsgerade, und wenn es eine solche gibt, dann heißt es, es gibt einen Zusammenhang zwischen beiden Sachen, also einen, der über dem Zufall liegt, der statistisch signifikant ist. Und deswegen können wir sagen, je ungleicher das Land, also je höher die soziale Schere in einem Land, desto weniger haben die Leute in diesem Land Vertrauen in Demokratie und in die öffentlichen Institutionen der demokratischen Verfasstheit. In Deutschland, das gibt es leider für Österreich nicht, hat es umfassende Studien gegeben des Max-Planck-Instituts und der Bertelsmann-Stiftung, die sich angeschaut haben, die Parlamentsentscheidungen im Deutschen Bundestag, wie sind die denn ausgefallen und haben alle Gesetze über 15 Jahre sich angeschaut und dann mit Ökonomen und Ökonominnen gemeinsam überlegt und ausgewertet, wem hat dieses Gesetz am meisten genützt? Dem obersten Einkommensdrittel, dem mittleren und dem unteren. Und haben alle, weiß nicht, hundert oder tausende Gesetze, die da im Deutschen Bundestag waren, nach dieser ökonomischen Einteilung gescannt und sind darauf gekommen, dass die wenigsten der Gesetze dem unteren Einkommensdrittel nützen, die meisten dem mittleren und dem obersten. Also dass allein die Entscheidungen, die im Parlament legistisch gemacht werden, schon eine solche Tendenz haben, dass sie eigentlich das untere Einkommensdrittel übersehen oder zumindest ihm nicht nützen oder ihm sogar schaden. Wenn man sich das für Österreich anschaut, dann sieht man, dass das auch in Österreich, würde ich einmal, das wäre jetzt eine Hypothese, auch nicht ganz viel anders ist. Wenn in den letzten 3-4 Jahren, welche gesetzlichen Entscheidungen hat es gegeben? Die Abschaffung der Mindestsicherung ist etwas, was dem unteren Einkommensdrittel schadet. Kürzungen jetzt mit der neuen Sozialhilfe oder es fehlen seit Jahren 10.000 leistbare Therapieplätze für Kinder und chronisch Kranke. Auch da ist es so, dass es das untere Einkommensdrittel stärker betrifft. Wenn es um Arbeitsmarktpolitik geht für ältere Langzeitarbeitslose, sind fast alle im unteren Einkommensdrittel, dann pendelt die Debatte meistens zwischen abgeschaffter Aktion 20.000, das war diese Aktion, die versucht hat, Brücken zu bauen für Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt, oder Kürzungen haben wir schon gehabt im Arbeitslosengeld oder bei der Notstandshilfe. Das österreichische Schulsystem weist im internationalen Vergleich seit Jahren eigentlich eine hohe soziale Vererbung auf. Wir liegen da sozusagen bei den schlechtesten Ländern, obwohl wir sonst so einen guten und ausgebauten Sozialstaat haben. Oder vom Familienbonus, der auch in den letzten 4 Jahren eingeführt war, der über die Steuerseite geht, sind die ärmsten 166.000 Kinder ausgeschlossen, sind Zahlen des WIFOs. Also allein an dieser kurzen Überblick sehen Sie, dass viele dieser Gesetze jedenfalls denselben Mechanismen folgen, wie das die beiden im Deutschen Bundestag gemacht haben. Lea Elsässer heißt das übrigens, ist die Autorin, wenn Sie das nachlesen wollen, sehr im Campus Verlag ein sehr tolles Buch dazu verfasst. Zwei Betroffene habe ich gefragt,
Christoph hat am Anfang gesagt, wir haben eine Plattform, die erst sichtbar werden, wo sich Leute, die wenig Geld haben, die armutsbetroffen sind, alleinerziehende Leute mit psychischen Erkrankungen, Straßenzeitungsverkäufer und Verkäuferinnen, jedenfalls alles Leute, die wenig Geld haben und die jedenfalls zum unteren Einkommensdrittel der Bevölkerung gehören, die treffen sich da regelmäßig. Und Henriette Gschwendner, die ist in Linz und wohnt dort in einem betreuten Wohnen von Exit Sozial, also ist selbst auch Selbstvertreterin, dort Sprecherin für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und sie hat gesagt, auf die Frage, wie ist das so mit der Mitbestimmung in der Demokratie, in der österreichischen, sagt sie, Zitat, es gibt, also was sind die Sachen, die sie gern, die ihr brennen, unter den Fingernägeln brennen, sagt sie, es gibt viel zu wenig Therapieplätze für Menschen mit chronischen Erkrankungen, alleinerziehende Mütter können die immer höher steigenden Mieten nicht mehr zahlen oder wenn jemand in einer teilbetreuten WG wohnt, wie Sie, geht sich das mit der gekürzten Mindestsicherung in Oberösterreich jetzt überhaupt nicht mehr aus. Würde mich nicht wundern, wenn da viele in die Obdachlosigkeit rutschen. Oder die zweite, die Silvia Gangl, die kommt aus Graz, die ist dort engagiert bei der Amsel, das ist eine Arbeitsloseninitiative von Arbeitslosen, die sich engagieren. Zitat, Demokratie bedeutet für mich mitbestimmen und mitgestalten können. Aber dazu muss man auch ernst genommen werden. Egal, ob man viel Geld hat oder kein Geld hat, ob man krank oder ob man gesund ist, ob man alt ist oder jung, dick oder dünn, wurscht. Einfach mitbestimmen können. Zitat Ende. Hoppala. Noch eine dritte Sache gibt es, das waren jetzt die Wahlen, also wir wissen, unteres Einkommensdrittel geht weniger oft wählen als das oberste, aber auch beim Engagement, dem demokratischen, dem politischen, dem öffentlichen Engagement gibt es auch Unterschiede zwischen den drei Einkommensdritteln, also die Freiwilligen und das freiwillige Engagement, für das wir ja alle sozusagen eintreten und das wir auch befördern, ist eine Sache des mittleren und oberen Einkommensdrittels. Das untere ist da auch weniger bis gar nicht vorhanden. Und auch bei Engagement, die über die Wahl hinausgehen, haben wir auch da eine ganz unterschiedliche Involvierung der unterschiedlichen Einkommensniveaus. Dritter Punkt, wo ich jetzt hinkomme, ist die Verbindung zwischen, ein bisschen aufzuspüren, warum das so ist oder was denn dahinter auch liegen könnte. Eduard Louis hat schon vielleicht ein paar Anzeichen oder ein paar Richtungen uns angezeigt. Aber es gibt einen starken Zusammenhang zwischen Vertrauen, das war schon in dieser einen Grafik da, hoppala, ist die falsche, in der da zwischen Vertrauen, da war es, Zusammenhang zwischen Vertrauen, zwischen Demokratie, zwischen sich verlassen fühlen und Soziales. Und das möchte ich Ihnen kurz darstellen. Es hat eine sehr interessante Studie gegeben in Deutschland und in Teilen von Frankreichs, wo ganz wahllos, aber bewusst in bestimmten Vierteln, sowohl in Städten als auch am Land, wo strukturschwach, würden wir das nennen, eher geringe Einkommen, hohe Arbeitslosigkeit ist, die Infrastruktur auch schon zurückgefahren wurde, klopften die Leute, die Forscher, Forscherinnen, über 5000 Türen und kamen mit den Leuten ins Gespräch. Und das, was sie in der tiefen Struktur bei all diesen Interviews gefunden haben, war, dass die Leute es geäußert haben, zusammenfassend, wir sind hier verlassen. Wir sind hier verlassen worden. Ich bin verlassen, vergessen und abgelegt, einsam und isoliert. Der letzte Kreisler hat geschlossen, der letzte Bus ist eingestellt, der letzte Job ist abgewandert. Oder wenn es in der Stadt war, ich bin hier verlassen worden von all dem, ich erkenne meine Welt nicht wieder, ich bin in meiner Wohnung, ich bin einsam, auch viel mit Einsamkeit zu tun. Die Welt gibt es da draußen, aber ich bin nicht mehr mittendrin. Die Welt mag zwar tönend, farbig, frisch und bunt sein, aber meine Welt ist es nicht mehr. Wer sich von allen guten Geistern verlassen fühlt, verliert auch das Vertrauen in die Welt rundum, in die Umgebung, in die Gesellschaft, in die Demokratie. Und da haben Sie den Zusammenhang. Das Gefühl, verlassen worden zu sein, bringt auch eine massive, subjektive Verlassenheit von der Welt rundum und von den Institutionen und der Umgebung, die einen sozusagen, in der man
in der man lebt, und man hat sozusagen die Resonanz, die Verbindung dazu verloren. Dazu die Vertrauensfrage, bekannte Frage, Statistik Austria macht das alle 2 Jahre, die fragt, den meisten kann man vertrauen, ja oder nein? Könnt ihr euch selber fragen, was würdet ihr jetzt sagen? Den meisten kann man vertrauen, ja oder nein? Das ist so eine Bauchfrage. Interessant ist bei der Frage, dass am wenigsten ja in Österreich auf diese Frage sagen, den meisten kann man vertrauen, die schlechte Jobs haben, die unter der Einkommensarmutsgrenze leben und die irgendwie am sozialen Rand stehen. Das ist auch das, was in dieser Grafik, die ich Ihnen da von Sora habe, auch ein bisschen widerspiegelt. Es hat etwas mit der sozialen Ungleichheit zu tun, in der Form, wie ich vertraue in die Welt, in mich herum, in die Gesellschaft, in die Demokratie habe. Corona, das sind Zahlen aus dem Corona-Panel der Uni Wien zur Frage der Einsamkeit. Normal, also wenn nicht Corona ist, sind ungefähr 10% der Bevölkerung betroffen, also jeder Zehnte ist ganz schön viel, die sagen, ich fühle mich einsam oder ich fühle mich, wie heißt es da, beinahe jeden Tag oder täglich fühle ich mich einsam, 10%. Mit Corona ist es bis auf 20% angestiegen. Sie sehen, der Peak war beim Lockdown 2, oder schon der 3 oder 2 war das, im 16.01., also im Jänner 21. Glaube ich, das war der größte, oder? Ja, wo am meisten, wo bei 20% ist. Und auch noch einmal im März sehe ich da, waren die größten, wo 20% der Leute sich in Österreich einsam gefühlt haben. Wichtig ist da, und das ist auch, glaube ich, wichtig, um die Einsamkeit zu verstehen, es geht immer um die Frage der Freiheit. Also, wenn ich mich freiwillig zurückziehe, Wüstentage und mich zurückziehe und faste oder irgendeine Form sozusagen, wo die Freiheit dahinter steht, ist das was anderes als die Unfreiheit, weil diese Freiheit, sich zum Beispiel für Wüstentage oder fürs Zurückziehen oder fürs Auszusteigen, ja immer einen Status braucht, der diesen Verzicht zu einer Entscheidung macht. Wir sprechen hier bei der Einsamkeit natürlich immer von der Unfreiwilligen, sonst kommt auch nicht das Verlassengefühl auf. Die Engländer unterscheiden da stärker zwischen Loneliness und Solitude. Loneliness ist quasi das Unfreiwillige und Solitude die freiwillige Form. Und auch in Corona haben wir gesehen, dass das Problem die Freiheit ist, über Nähe und Distanz selbstbestimmt entscheiden zu können. Einerseits sich zu entscheiden, zu viel Nähe, beengte Wohnungen, ihr habt es ja schon angesprochen, und da nicht rauszukommen, heißt, man hat keine Freiheit, sich aus einer zu großen Enge zu befreien. Und die andere Seite ist, zu wenig an Nähe zu haben und sich auch nicht selbstbestimmt Beziehungen, Begegnungen organisieren zu können. Die Holländer sagen dazu ein schönes Wort, wörtlich übersetzt Hauthunger übrigens dazu. Wir haben Hauthunger. Das finde ich schön, weil da die Körperlichkeit auch von Einsamkeit und Nicht-Einsamkeit dabei ist. Und ich glaube, es gibt eine starke Körperlichkeit, wenn es um die Frage von Resonanz geht, so toll online sein kann, aber es ist trotzdem was anderes, dass wir hier körperlich miteinander sind und dass ich da stehe und dass ihr da sitzt, das hat noch einmal einen anderen Resonanzboden. Was hier angeschnitten wird, ist ein Alltag der Weltbeziehungen. Also es ging ja darum, ich würde Einsamkeit so beschreiben, dass es bei Einsamkeit darum geht, sich von der Welt getrennt zu fühlen. Also Einsamkeit heißt, ich fühle mich von der Welt getrennt, so wie das diese Leute bei der Studie die Verlassenen beschrieben haben. Vertrauen im Gegensatz, würde ich sagen, ist so etwas wie der Welt zugewandt sein oder sich der Welt zugewandt fühlen. Trauma ist, die Welt verloren zu haben, also ein traumatisches Erlebnis zu haben. Und Anerkennung, würde ich sagen, ist sowas wie von der Welt gesehen zu werden. Und diese Weltbeziehungen sind ganz zentral, um mich in einer Gesellschaft, in einer Gemeinde, in einer Umgebung auch
zu Hause und in der Welt zu fühlen. Das hat direkte Auswirkungen auf die Frage, ob ich zur Wahl gehe oder nicht zur Wahl gehe. Das ist jetzt mein Bogen. Also die Frage, ob ich mich noch heimisch fühle in der Welt zu Hause oder von allen guten Geistern verlassen fühle, hat eine direkte Auswirkung auf die Frage, ob ich mich dieser Demokratie zugewandt fühle und ob ich auch das Vertrauen habe, dass meine Stimme, mein Sein, mein in der Welt Sein zählt und jetzt eine Bedeutung hat und Resonanz erzeugt. Wenn ich selbst keine Resonanz fühle, dann werde ich auch keine bei anderen erzeugen. Da habe ich noch die Schlafqualität reingenommen, auch aus dem Corona-Panel. Das zeigt uns nämlich auch wieder, wie alles zusammenhängt. Je einsamer zum Beispiel, desto weniger auch schlafen die Leute gut, also Schlafstörung. Also das wirkt sich auch physiologisch aus. Wundert mich als Psychologe nicht, aber ist zum Beispiel nicht vielen Politikern auch so klar, wie stark diese weichen und harten Faktoren zusammenhängen. Also je einsamer, hat nicht nur was mit Vertrauen, Demokratie zu tun, sondern macht doch einen schlaflos. Und da sehen Sie am meisten, schlaflos macht es, wenn man einsam ist und wenn man persönliche wirtschaftliche Gefahr droht, also arbeitslos wird oder Kurzarbeit, Sorgen macht, wie das Leben weitergeht und Existenzsorgen hat. Warum ist das alles so schwierig und warum hat das in der Welt stehen, Demokratie, Vertrauen und jetzt auch Corona so einen starken Einfluss auf die Art, wie auch nach den einzelnen Einkommensdritteln, unteres, mittleres, oberes, sich diese Art von Weltbeziehung manifestiert. Wenn Sie sich dieses anschauen, diese X- und Y-Achse, also diese, nennt man das, ja, es ist keine Grafik, ein Koordinatensystem ist es, ein Achsensystem, wo auf der einen, auf der X-Achse Nähe und Distanz ist und auf der anderen ist Dauer und Wechsel. Und jetzt würde ich sagen, warum Situationen wie Corona uns so fertig machen, ist, weil die spielen sich in dem rechten unteren Quadranten ab. Corona ist ein Geschehen, das uns auf Distanz hält und wo wir Distanz spüren und was sich dauernd ändert. Das ist also Wechsel, flexibel, immer ist alles anders. Aber es ist das Gefühl von Distanz, von eben einer gebrochenen Weltbeziehung, die uns mit Corona dauernd vermittelt. Das ist das auch, was viele im unteren Einkommensdrittel dauernd erfahren. Wir erfahren es jetzt alle, das ist bei Corona der Unterschied. Es wird quasi sozusagen demokratisiert, dieses Gefühl, nicht in der Welt stehen zu können, weil alles in Distanz ist und weil alles dauernd anders ist und im Wechsel ist. Am anderen Quadranten, der ist schon ein bisschen angenehmer, da spüren wir Nähe und haben wir Nähe, aber trotzdem ist dauernd alles anders. Das ist der Quadrant für Erfinder, Pioniere, Leute, die innovativ sind, die was Neues wagen. Das ist da unten. Das ist etwas, wo man was Neues beginnt und sich was traut, aber man hat eine gewisse Nähe, Sicherheit, Resonanz. Im oberen Quadranten, das ist das Angenehmere, da gibt es was Nachhaltiges und was auf Dauer angelegt ist und wo wir auch in Nähe das tun. Das sind, würde ich sagen, tragfähige, belastbare Beziehungen, die wir haben, Freundschaften, dort, wo Sorge und wofür Sorge ist, könnte auch die Arbeit der Diakonie und Caritas, wenn sie gut ist, in diesem Quadranten sehen. Etwas, wo wir zu Menschen nah sind, aber das auch nachhaltig. Und der rechte obere Quadrant, viel Distanz, aber Nähe, das ist, würde ich sagen, der Ort des Sozialstaats, der Menschenrechte, der Grundrechte. Das ist etwas, wo wir einen Gesellschaftsvertrag geschlossen haben, wo etwas, wenn ich mir jetzt da den Haxen brich, hoffentlich nicht beim Runtergehen, und ich fahre ins Spital und kriege einen Gips, dann weiß ich nicht, wer eingezahlt hat in die Sozialversicherung, damit dieser Gips bezahlt wird. Trotzdem ist es Solidarität. Also es ist eine Solidarität auf Distanz, die aber trotzdem nachhaltig und grundrechtlich begründet ist. Und wenn wir jetzt diese Einkommensdrittel nehmen, dann würde ich sagen, eine der Erklärungen ist, zusammenfassend, warum das untere Einkommensdrittel viel mehr das Risiko hat und auch Armutsbetroffene, herauszufallen aus der Welt, keine Resonanz mehr zu finden, das Vertrauen zu verlieren, Einsamkeit und isoliert und in die Demokratie auch kein Vertrauen mehr zu haben, neben dem, dass sie wirklich im Parlament nicht vorkommen, dass im Parlament ihre Interessen nicht vertreten sind, das ist schon auch Grund genug, um zu sagen, was soll überhaupt hingehen, aber als drittes auch, weil sie sich ganz stark in diesem rechten unteren Quadrant befinden, in ihrem Alltag und in ihrer Lebenswirklichkeit.
Wir haben eine Studie gemacht, wie heißt Armutskonferenz, gemeinsam mit der Evelyn David im Auftrag des Sozialministeriums. Das zweite Update kommt jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen raus. Mit Corona ist jetzt leider alles anders. Und wir haben gefragt, Leute, alle unter der Einkommensarmutsgrenze, schauen auf die Uhr, dass ich nicht zu lang rede, alle unter der Einkommensarmutsgrenze, wie es Ihnen jetzt in der Corona-Zeit geht. Und ein Ergebnis möchte ich Ihnen da zeigen. Wir haben die Studie im ersten, zweiten und dritten Lockdown gemacht. Und bereits im ersten Lockdown, das war März, April 2020, haben uns die Armutsbetroffenen darauf hingewiesen, dass es Preissteigerungen gibt, ganz kleine, bei Lebensmitteln, bei Energie und beim Wohnen. Und dass sie das jetzt schon aus der Bahn bricht. Weil wenn man jeden Euro 30 Mal umdrehen muss, dann merkt man jede kleinste Veränderung auf der Ausgabenseite. Und interessant ist, dass wir ja jetzt statistisch, Inflationsrate, Sie haben es gehört, so hoch wie nie, jetzt das auch statistisch sehen. Und das hat schon begonnen im März 2020, dass besonders in drei Bereichen, Energie, Wohnen, Lebensmittel, die Preise angestiegen sind. Darum sind Armutsbetroffene oder Leute vielleicht auch im unteren Einkommensdrittel sowas wie soziale Fieberthermometer für Entwicklungen, die wir vielleicht erst später statistisch, öffentlich, wissenschaftlich, vielleicht auch alle anderen erfahren, erleben, sehen, aber die betroffenen Gruppe aufgrund ihres Sensoriums, aufgrund ihrer Ausgesetztheit, schon viel früher erfahren. Das heißt, umgedreht, es könnte eigentlich Sinn machen, auch für uns alle hinzuhören, hinzuschauen, was sich da abspielt, weil das sind vielleicht Dinge, die früher oder später auch alle treffen oder uns treffen. Wir haben jetzt die Diakonie, wo ich meine Homebase habe, die Diakonie in Wien, eine Notschlafstelle, eine, so wie die Gruft, oder Caritas, die kennt ihr ja wahrscheinlich besser, das heißt Hefal, so etwas Ähnliches, nur ein bisschen kleiner. Und ich sage immer, das ist so ein Damenwirtshaus, weil dort gibt es etwas zum Essen, zwei, drei Gänge. Und die Leute können sich dort aufwärmen, kriegen was zum Essen. Aber es gibt auch immer so etwas, einmal im Monat machen wir das, wo Leute auch kommen können am Abend, aber der Eintritt ist sozusagen, dass sie was mitbringen, ein Gedicht, ein Lied, irgendwas, ein Gestanzel, irgendwas, was sie selber mitbringen, und dann gibt es auch was zum Essen nachher und was zum Trinken, aber zuerst einmal sozusagen bringen sie was mit, und ich bin da manchmal dabei, weil das jetzt leider Corona war, das war ganz schwierig, aber wenn es dann wieder geht. Und gekommen sind da zum Beispiel Anneliese, die mit ihrer Mindestpension mehr schlecht als recht durchkommt, oder Kurt, den der Arbeitsmarkt ausgespuckt hat wie ein ungenießbares Stück Fleisch, oder gekommen ist Lisa, die mit Krankheit und mit ihrer chronischen Krankheit im Alter kämpft. Anneliese liest ihre vor einigen Tagen verfasste Kurzgeschichte über eine verflossene Liebe vor. Kurt gibt Stanzeln aus seiner früheren Arbeit zum Besten. Lisa wagt sich an ein Gedicht, das ihr in der Straßenbahn beim Herfahren eingefallen ist. Alle, die ich Ihnen da jetzt aufgezählt habe, sind eigentlich, wenn Sie so wollen, abgestempelt als irgendwie unproduktiv oder chancenlos am Arbeitsmarkt, als langzeitbeschäftigungslos vermerkt. Aber hier in diesem Raum, im Hefall, wird es wie zu einer Inventur der verborgenen Talente. All die sonst ökonomisch vielleicht entwerteten und nicht gesehenen Kenntnisse und Fähigkeiten von Menschen werden gehoben, sichtbar und hörbar. Und dieser Gedanke, dass das Leben und die Personen und die Geschichte sichtbar und hörbar macht, ist auch einem Demokratietheoretiker, Pierre-Rosa Vallon, in Paris gekommen, schon vor einigen Jahren. Und er nennt das ein Parlament der Unsichtbaren gegründet, wo er sagt, all die Geschichten, die niemand erzählt, die nicht in der Öffentlichkeit sind, die man gar nicht kennt, weil sie von Leuten sind, die eher im Dunkeln arbeiten, in Regionen, in Flecken unserer Gesellschaft, wo niemand so gern hinschaut, die meistens auch ärmer sind, einkommensschwächer sind. All die Geschichten möchte er erzählen oder möchte er zumindest heben, und hat das auch gemacht. Gibt es auch viele Formen, wie sie dann sichtbar wurden. Und Geschichten beschreibt er zum Beispiel die Jugendlichen, die es schwer haben, Arbeiterinnen im Niedriglohnsektor, kleine Selbstständige. Die nicht erzählten Geschichten haben auch Orte, die nicht gesehen werden, die Wohnungen, prekäre Arbeit, die Autos der Online-Warenlieferanten, die Tellerwäsche in der Küche, wenn man wo essen geht, das Dorf eines gebrechlichen alten Mannes. All die Geschichten, die
erzählt gehören, weil es eben Geschichten sind von Menschen, die sonst im Dunkeln wären. Zitat Rosa Vallon: Es untergräbt die Demokratie, wenn die vielen leisen Stimmen ungehört bleiben, die ganz gewöhnlichen Existenzen vernachlässigt und die scheinbar banalen Lebensläufe missachtet werden. Zitat Ende. Der Vater von Eduard Louis, da habe ich Ihnen am Anfang erzählt, die Geschichte, der Vater, der dann auch in der Fabrik war und jetzt schwer krank ist, versuchte, so beschreibt er es, zeitlebens in seinem Zeitlebens seine Würde zu verteidigen oder jedenfalls eine Würde, die er immer mit Füßen getreten erachtete und fühlte und sah und sogar von denen missachtet wurde, die ihn zuvor repräsentiert und verteidigt hatten. Aus Arbeitern wurden sozial Schwache, aus vielschichtig tätigen bildungsferne Schichten, aus Akteuren, die Rechte einforderten, wurde ein Sammelsurium aus Opfer und Hilfsbedürftigen gemacht. Die einen verwandeln sie in Objekte sozialmoralischer Pädagogik, in defizitäre Unterschichtsdeppen, die nichts können. Die anderen betrachten sie als Objekte erobernder Fürsorge, als immerwährende Opfer, die alles brauchen, aber nie als Akteure, als Handelnde, als Subjekte, so wie Pierre Rosa Vallon das beschrieben hat. Tom Choate ist die Hauptfigur im Roman von John Steinbecks Früchte des Zorns, die John Steinbeck in der Zwischenkriegszeit geschrieben hat. Eine Geschichte über arbeitslos gewordene Farmer im Westen Amerikas, die dann wie Tagelöhner ziellos herumgeirrt sind, keine Jobs gehabt haben, kein Geld, verarmt sind. Schreiben konnte John Steinbeck diese Geschichte, weil es einen großen Fonds gegeben hat. Roosevelt hat einen millionenschweren Fonds aufgesetzt, in dem er Schriftsteller, Fotografen, Filmemacher, Singer-Songwriter, alle möglichen Künstler gefördert hat. Die waren nämlich alle arbeitslos, aber nicht nur, aber gefördert, um die Geschichten zu erzählen, die keiner erzählt, um die Geschichten eben zu erzählen, zum Beispiel von den arbeitslos gewordenen Tagelöhnern und prekär Beschäftigten im Westen von Amerika. Und John Steinbeck hat für diesen, nicht für diesen Roman, aber für andere, ja den Nobelpreis auch bekommen. Früchte des Zorns ist quasi eine Frucht dieses Fonds, das eigentlich sowas wie ein Parlament der Unsichtbaren war, nur sozusagen schon viel früher von Roosevelt. Übrigens eine spannende Sache. Ich finde, das wäre ja auch was eigentlich, das könnten wir auch machen. Also ich finde die Idee, da was aufzulegen und zu fördern, dass Geschichten erzählt werden, die nicht erzählt werden, nämlich über Foto, über Film, über Musik, über Literatur, wäre, finde ich, gar keine schlechte Sache als ein Gegengift gegen diese soziale Kluft in der Demokratie. Ich habe Ihnen da das Spiel jetzt nicht vor, das können Sie aber nachhören. Bruce Springsteen hat ein Album gemacht, The Ghost of Tom Choate, wo er die Geschichte von Tom Choate in 10 oder 12 Songfragmenten neu erzählt von Geschichten, die jetzt sind, also von Geschichten, die aktuell sind, von den Tom Choates, die jetzt, in dem Fall in den USA, ein ähnliches Schicksal haben, von den prekär Beschäftigten, von den Tagelöhnern, von den Migranten, die über die mexikanische Grenze kommen. Solche Geschichten gibt es. Da hören Sie sich's an, Früchte des Zorns, YouTube oder wo Sie es hören wollen. Das ist auch eins von diesen Früchten des Zorns, wenn Sie so wollen, aus den Roosevelts Dorothee Lange, Ausgewanderte, das ist diese bekannte ikonografische Foto, die Mutter mit Kind, eine dieser Bäuerinnen, Farmerinnen, die auf dem Weg waren, da in Westküste nach Jobs. Das ist ein sehr, sehr berühmtes Foto, auch aus diesem Roosevelt-Fonds bezahlt, diese Fotoserie. Ich komme zum Schluss, damit es sich von der Zeit gut ausgeht. Ja, geht sich gut aus. Bruce Springsteen hat auf diesem Ghost of Tom Choate auch einen Song oben, der heißt The Promise, das Versprechen. Und da beschreibt er
einen Mann, der sich so mit Gelegenheitsjobs durchschlägt, so working poor, würde man sagen, viele Jobs, 3-4 Jobs, damit es sich irgendwie ausgeht, und der so an einer Autobahnraststation sinniert über sein Leben und was er da eigentlich tut und was er eigentlich noch will und dass er kein Geld hat für gar nichts und sich da dann beginnt, ein Glasl, ein Achterl nach dem anderen zu leeren und dann The Promise heißt, da geht es um ein Versprechen und er sagt, es gibt ein Versprechen, das mir da gemacht wurde, das heißt, jeder kann gewinnen, wenn er nur will, also wenn er sich anstrengt und wenn er was leistet und wenn er sich anstrengt, dann kann aus jedem ja was werden, das ist das Versprechen. Und er sagt aber, das ist eine Lüge, weil ich streng mich an, ich leiste was, ich bin den ganzen Tag auf den Beinen und trotzdem, the promise ist eine Lüge, kommt im Song irgendwie das Refrain vor, the promise is a lie. Zitat aus dem Song, wenn das Versprechen gebrochen wird, lebst du weiter, aber es stiehlt etwas aus der Tiefe deiner Seele. Ich fühle mich, als würde ich den gebrochenen Geist aller tragen, die verloren haben. Da haben wir wieder den Ghost, Ghost of Tom Scott. Ich fühle mich, als würde ich den gebrochenen Geist aller tragen, die verloren haben. Und das passt gut dazu, zu einem sehr interessanten Buch, das ich zum Schluss bringe, weil das noch einmal noch ein weiteres Argument bringt in diesem Zusammenhang Demokratie, Vertrauen, Soziales, die unteren Einkommensdrittel. Gehen eigentlich nicht mehr zur Wahl, sind auch im Parlament nicht vertreten, Gesetze werden für sie auch nicht gemacht, sondern nur fürs Oberste und fürs Mittlere. Dahinter steht, was ist Leistung? Eine alte Frage. Die zweite Frage ist aber, wenn dein Baby schreit, nimmst du es hoch? Lakoff, ein Kognitions- und Psychologe aus Amerika, hat diese Frage gestellt bei Wahlbeobachtungen. Nimmst du dein Baby hoch, wenn es schreit? Tröstest du es, nimmst du es quasi raus oder lässt du schreien? Und hat mit dieser Frage die Zustimmung zum demokratischen und zum republikanischen Lager mit 95% Treffsicherheit beschreiben können. Und er sagt, hinter dieser Frage geht ein ganzes Universum auf, ein sozialethisches. Nämlich, wenn dein Baby schreit, ist es dann für dich so, dass dieses Baby von vornherein Respekt, Zuwendung, Anerkennung, Trost verdient? Oder ist es so, dass sich das Baby oder das Kind, beim Baby ist es noch absurd, aber das Kind zuerst Respekt und Anerkennung verdienen muss, damit du dich zuwendest? Jetzt habe ich es mit den Fällen, aber ihr wisst, was ich meine. Die Frage ist ein brauchbarer Test für Gesellschaften mit mehr oder weniger sozialer Sicherheit, mehr oder weniger Armut, mehr oder weniger sozialer Spaltung. Jeder schafft es, wenn er nur will. Das haben wir schon gehört beim Song von Bruce Springsteen. Dieses zentrale Dogma verwandelt alle in Gewinner und Verlierer. Die Gewinner verdanken den Erfolg ihrer Leistung. Die Verlierer das Zurückbleiben ihrer eigenen Unfähigkeit. In dieser Meritokratie, der Herrschaft der Leistung, sind die Ärmeren immer selbst schuld an ihrer Situation. The Tyranny of Merit nennt der Philosoph Michael Sandel, eben sein neues Buch, das ich Ihnen da kurz vorstelle, in dem er der Frage nachgeht, was anderen zusteht und was jemand verdient. Sandel beschreibt, dass ganz ähnlich wie es Bruce Springsteen tut, dass viele merken, dass es sich bei diesem Versprechen um eine Lüge handelt. Dass die Überheblichkeit der Gewinner ebenso wie die Demütigung der Verlierer das Misstrauen und die Entfremdung derer, die verloren haben, noch mehr befeuert. Im Kern merken die Leute, dass sie angelogen werden und äußern ihren Unmut gegen die Eliten, dass dieses trügerische Märchen Tag aus, Tag ein auf der Zunge trägt. Zitat: Die säkulare, meritokratische Ordnung von heute lädt den Erfolg in einer Weise mit Moral auf, die den Nachhall eines früheren Glaubens an die Vorsehung bildet, so Sandel. Im Gegensatz zum lutherischen Verständnis, muss ich als Evangelischer sagen, im Gegensatz zum lutherischen Verständnis von Gnade als ein unverdientes Geschenk,
wird hier ein weltliches Wohlstandsevangelium gepredigt, dass Gott Glauben mit Wohlstand und Gesundheit belohnt. Die Erfolgreichen schaffen es aus eigener Kraft, doch ihr Erfolg bescheinigt ihre Tugend. Die Reichen sind reich, weil sie es mehr verdienen als die Armen. Die Erfolgreichen sind deswegen erfolgreich, weil sie es mehr verdienen. Auch der gut gemeinte Ruf nach mehr Chancengleichheit, das hatten wir heute schon im Bildungssystem, ich bin da immer ein bisschen skeptisch mit dem Ruf nach mehr Chancen. Der gut gemeinte Ruf nach mehr Chancen verschweigt nämlich die Defizite bei Verteilungs-, Bedarfs-, Teilhabe- und Anerkennungsgerechtigkeit, die genauso zur Blume der Gerechtigkeit gehören, wie eben auch die Leistungs- und die Chancengerechtigkeit. Und es spricht nämlich ein Urteil, du bist selber schuld. Barrieren abzubauen ist immer gut. Niemand soll durch Armut oder Vorurteile aufgehalten werden. Doch eine gute Gesellschaft kann nicht allein auf dem Versprechen einer Fluchtmöglichkeit beruhen. Warum sollen die Gewinner den weniger begünstigten Mitgliedern der Gesellschaft etwas schuldig sein? Jeder hat ja verdient, was er kriegt. Diese Ideologie ist gnadenlos. Es gibt keine Zufälle mehr der Geburt, kein Glück, keine Menschen oder Institutionen, denen man etwas verdanken könnte. Kein Schicksal, nichts, das außerhalb unserer Fähigkeiten liegt. Es ist, wenn Sie mich auf die Spitze treiben, eine Art sozialliberale Lüge. Wenn mein Baby nachts schreit, tröste ich es. Niemand von uns kann gut aufwachsen ohne andere. Wir brauchen Zuwendung von anderen, um uns gut entwickeln zu können. Und diese Zuwendung bekommen wir geschenkt. Wir müssen sie uns nicht verdienen. In Wahrheit sind Zuwendung und Respekt Geschenke. Respekt ist kein Verdienst, er ist die Voraussetzung. Zitat der Rote Sölle: Ich muss nicht mein eigenes Lebensbrot backen, ich muss nicht meine eigene Kraftspenderin oder mein Tröster sein, ich muss nicht nur ich selber sein. In den Ländern, wo wir nicht alles von uns selber verlangen müssen, dort gibt es weniger Armut, mehr soziale Sicherheit, eine geringere Spaltung zwischen Arm und Reich und eine höhere Beteiligung bei Wahlen. Das ist der irre Zusammenhang. Ich komme ganz zum Schluss. Ich möchte Ihnen noch zwei, drei Sachen zeigen, die ich jetzt damit mal positiv enden und nicht in der Ohnmacht, die gute Projekte waren oder wo ich finde, wo wir auch in Österreich etwas tun können, um die tiefe soziale Kluft in der Demokratie zu schließen. Was Sie da sehen, sind Theaterprojekte von Interact. Das obere sind Jugendliche auf der Straße, AMS, Leute, die von daheim abgeholt sind, die Notschlafstellen waren, die gemeinsam ein Theaterstück entwickelt haben, wo sie ihren Alltag, die Szenen ihres Alltagslebens auf die Bühne gebracht haben. Wir waren damit sogar im Sozialministerium und dann auch im Parlament, um es den Abgeordneten vorzuspielen, eine ganz andere Form, politische Botschaften rüberzubekommen. Die würden nicht irgendeine Forderungskatalog aufstellen, aber ihr Spiel, ihr Alltagsspiel ist sehr beeindruckend. Und unten auch noch selbe Theater, ist um Sozialhilfe gegangen, eine Form, den Alltag und politische Botschaften in die politische Arena zu tragen. Beispiel Hunger auf Kunst und Kultur. Kulturpass hat Christoph gesagt, dass wir da den auch mitentwickelt und erfunden haben. Die Wiener Kuchel, auch ähnlich wie man gefragt hat, soziales Fieberthermometer oder die Gedichte, Leute, die im Heferl selbst was entwickelt haben. Da hat man einfach Wohnungslose gefragt, gemeinsam mit dem Architekturzentrum, und hat so eine Küche entwickelt, kostet 200 Euro, so klein ist sie da oben, ihr schaut, wenn man sie abholt, das Holz zuschneidet, und so schaut es dann auch am Schluss aus, also eine ganz einfache Form, zum Beispiel, wenn Obdachlose ausziehen müssen aus irgendwelchen Übergangswohnungen und dann in eine eigene Wohnung kommen, um 200 Euro Kuchel kriegst du nicht so schnell, kannst du auch noch selber machen. Aber selbst entwickelt von Wohnungslosen, gemeinsam im Architekturzentrum. Was ich sagen will, hinhören zahlt sich aus und hinschauen. Und was es auch immer geben könnte, wären Modelle der Arbeitslosenanwaltschaft. Das versucht man schon seit Jahren durchzusetzen, dass es hier eine Vertretung von Arbeitslosen gibt gegenüber dem AMS, bis jetzt erfolglos, oder sogenannte Client Councils für Sozialhilfebezieher, das gibt es in den Niederlanden. Wir könnten uns auch Möglichkeiten überlegen, wie Sozialverträglichkeitsprüfungen oder Gesundheitsverträglichkeitsprüfungen, weil die ein partizipatives Verfahren hinter sich, also mitbringen und damit auch Bevölkerungsteile in einen Prozess einbinden könnten, die sonst nie gefragt würden bei einer Entwicklung von Gesetzen und dergleichen. Und zum Beispiel auch, das haben wir gemacht, das war im österreichischen Parlament, sichtbar werden, auch eine ganz
bunte Runde, alle unter der Einkommensarmutsgrenze im Gespräch mit Abgeordneten des Parlaments, also auch eine Form der Repräsentation von Leuten aus dem unteren Einkommensdrittel, zumindest in punktueller Hinsicht im Parlament, um ihre Forderungen und ihre Anliegen vorzubringen. There was never any lockdown, there was just middle class people hiding while working class people brought them things. So haben das in London die Leute erzählt, also es hat nie einen Lockdown gegeben, haben die gesagt, sondern es waren nicht immer Mittelklasse-Leute, die daheim waren, weil während die Working Class People denen irgendwas gebracht hat, das ist sozusagen ein Slogan aus London, weil in London es besonders arg war, dass unter allen Berufen auf den Corona-Sterbeltafeln am öftersten Hilfsarbeiter gestanden ist und noch immer steht. Für sie ist Politik eben eine Frage von Leben und Tod, so wie es Eduard Louis gesagt hat. Du warst verrückt vor Freude, erinnert sich Eduard an seinen Vater. Wir fuhren ans Meer. Der ganze Tag war ein reines Fest für uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Martin, wie war eigentlich die Reaktion im Parlament, wie die Theatergruppe das gespielt hat? Gut, weil es war danach so Podiumsdiskussion, klassisch. Ja. Und es war anders, weil du konntest auf diese eindrücklichen Bilder, und das war klar, die erzählen von sich, von ihrem Leben, nicht mit den üblichen Floskeln antworten. Da waren alle von allen Parteien die Abgeordneten, es war anders, weil sie konnten nicht mit dem üblichen Jargon auf das reagieren. Mhm. Spannende Erfahrung schon. Wahrscheinlich für alle Beteiligten dort. Ja, das war das, genau. Vielen Dank, wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten, um Fragen, Ergänzungen hier zu besprechen. Gibt es von Ihrer Seite Anmerkungen, Rückfragen, Erzählungen, die Sie beisteuern wollen? Offenbar war es so sehr ausführlich und umfassend, aber es gibt... Ja, ein bisschen zu lang geredet, was sehe. Nein, aber das passt schon. Das passt gut. Passt schon. Wir haben jetzt noch gut Zeit für ein paar Fragen. Bitte. Ja, danke für den Vortrag. Mich würde interessieren, weil ich es auch selbst zu wenig weiß, die Einbindung der Armutskonferenz sozusagen in demokratische Prozesse in Österreich. Also ich nehme an, Sie werden zu Enquete geladen vom Parlament oder so, oder vielleicht zu irgendwelchen Regierungsgipfeln zu sozialen Themen. So würde ich mir das jetzt mal vorstellen. Aber haben Sie da das Gefühl, dass das eine strukturelle Einbindung ist, die sozusagen Ihnen wirklich einen demokratiepolitischen Hebel in die Hand gibt? Also wo Sie wirklich essentiell sozusagen zur Meinungsbildung oder Umbildung beitragen können? Oder ist es so ein bisschen so ein Schmückwerk sozusagen? Ja, wir hören die auch sozusagen, die ganzen NGOs, und aber das, was dann wirklich entschieden wird, ist dann sozusagen eigentlich nicht mehr, ist das nicht mehr das Bier sozusagen dieser Gruppe. Ja, da geht es uns, ich meine, es ist genauso wie es Caritas, Diakonie, Armutskonferenz, auch die anderen sozusagen geht, die einfach versuchen, Dinge, die vor Ort laufen, an politisch Handlinge zu bringen, auch vorzuschlagen, was kann man verändern, welche Maßnahmen kann man treffen. Aber die Instrumente der Macht sozusagen, um das durchzusetzen, sind gering. Ja? Also es gibt sozusagen das Instrument der Anhörung, des Gesprächs, wo kann man ein bisschen öffentlich Druck machen und Dinge in die Öffentlichkeit bringen. Die Armutskonferenz hat einen starken Anteil noch der Forschung, der Evidenz, die auch schon einen gewissen Druck auch erzeugen kann, weil man die Dinge schwer widerlegen kann, wenn sie gut erforscht sind und auch sowohl qualitativ als quantitativ gebracht werden. Aber wir haben keine Macht in dem Sinn. Aber ich glaube, die Versuche über Wissenschaft, über Forschung, über Gespräche, über Öffentlichkeitsarbeit, über in dem Fall über stark auch über mit Betroffenen, die repräsentativ sozusagen ins Gespräch zu bringen mit Dingen, hat schon Wirkungen, ja, aber halt vereinzelt. Eine Frage, die mich auch interessiert, ist, wir haben heute erfahren, dass ab Montag ein Lockdown wieder kommt auf Österreich. Du hast es ja kurz angesprochen, wie das ist mit Lockdown und so. Was löst das denn bei Armutsbetroffenen aus? Also was hast du für eine Dynamik erlebt, auch in den vergangenen Lockdowns und in der Zeit danach? Was macht das mit Menschen, die armutsgefährdet oder von Armut betroffen sind?
Am schwierigsten ist es eben, ist die Frage immer, wie viele Freiheitsmöglichkeiten habe. Daran entscheidet sich alles. Das war jetzt mit der beengten Wohnung. Wenn die Wohnung eng ist und so, also ich glaube, jetzt haben viele wieder Panik, ja, besonders wenn das mit den Kindern, wenn die nicht in die Schule können. Und also diese Studie, die jetzt bald veröffentlicht wird, in den nächsten 2-3 Wochen, hoffe ich, hat 3 oder 4 große Dinge herausgefunden, die wir wahrscheinlich eh schon kennen, aber die noch einmal verstärkt worden. Eines, beengtes Wohnen, also das beengte Wohnen war ganz Top-Thema. Also das enge Wohnen, das hat alle fertig gemacht. Das zweite waren diese psychosozialen Auswirkungen, da waren es 3 Dinge, Einsamkeit, die Depression und eben auch so kleine nervöse Sachen mit Schlafen, Kopfweh, Bauchschmerzen, die alle geäußert haben, besonders Kinder, Jugendliche. Und der dritte Punkt war Arbeitslosigkeit und Arbeit und gleichzeitig aber auch die Erfahrung, dass diejenigen Leistungen, die sozialstaatlich gemacht wurden während der Corona-Krise, die waren, die auch am meisten geholfen haben. Also nicht diese Einmalzahlungen und sagen wir mal Fonds, sondern die Anhebung der Notstandshilfe aufs Arbeitslosengeld, die Erhöhung der Ausgleichszulage, also das, was sozusagen auch in diesem unserem Koordinatensystem bei den Grundrechten ist, bei den sozialen. Das finde ich ein interessantes Ergebnis. Also das war das, was ihnen am meisten geholfen hat. Das heißt, da hat der Sozialstaat richtig gehandelt. Genau, also dort, wo es grundrechtsorientiert, nachhaltig und nicht zufällig eine Leistung bekommen haben, das hat geholfen. Das, wo es zufällig war, nicht nachhaltig, wo man kein Recht drauf hat, das war nicht so hilfreich. Ich schaue nochmal in die Runde. Da gibt es eine Wortmeldung. Bitte schön. Das Mikrofon kommt zu Ihnen. Sie brauchen nur aufstehen. Mich hat bewegt die Aussage, die Sie gebracht haben, dass also die, die es am notwendigsten hätten, dass die nicht wählen gehen. Und wie könnte man das ändern? Man sieht ja auch, dass die Politiker, die Erfolg haben, sich sozusagen am ehesten um die bemühen, die wählen gehen. Das hat bei der letzten Regierung Kurz und so weiter, das war ganz deutlich, Mittelstand fördern und so weiter, die gehen wählen. Ne? Und wenn ich mich erinnere, in Wien damals, als die Wohnungsnot so groß war, und die Sozialisten zur Macht kamen, was haben sie gemacht? Sie haben Wohnungen gebaut. Und das war, glaube ich, über viele Jahrzehnte war das ein Erfolgsrezept. Das heißt, man müsste jetzt als Konsequenz die Leute, die so bedürftig sind, dazu bringen, wählen zu gehen. Das wäre mal eine ganz wichtige, wie immer man das macht. Aber das wäre doch einfach notwendig. Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, ja, es geht einerseits um Repräsentation, also dass sich auch alle, auch die jetzt im unteren Einkommensdrittel mit ihrem Alltag, mit den Problemen, Sorgen, Geschichten, die es halt gibt, auch repräsentiert sehen. Also es gibt das, glaube ich, wir haben eine Studie gemacht mit der Volksanwaltschaft über Medien, über 4 Monate Printmedien angeschaut, wie Kinder, Jugendliche vorkommen. Und interessant war, dass wir zum Beispiel auch im Fernsehen, war auch dabei, wenn es um Jugendliche geht, fast zu 2/3 Gymnasienkinder gezeigt werden. Die werden interviewt oder Ding. Und nur zu 1/3 Lehrlinge. Ich glaube, die Zahl ist sicher nicht 2/3 zu 1/3, oder? Lehrlinge zu Gymnasien. Also heißt allein, das zeigt, wie wird sozusagen die Repräsentation in der Öffentlichkeit, ist einmal ein wichtiger Punkt. Da müssen, glaube ich, wir alle und auch die Medien aufpassen, dass sich diejenigen auch gesehen, eben Welt gesehen sehen, gesehen fühlen. Und das andere ist, die Hauptwährung ist Vertrauen und, glaube ich, präsent sein. Also wenn Sie sagen, vor Ort sein, ich glaube, Beziehungen eingehen. Letztendlich geht es dann schon um, dass es an gewissen Orten persönliche Beziehungen und die regelmäßig sind. Also dass die einen Rhythmus haben, jede Woche, jeden dritten Tag. Das ist die klassische Community-Arbeit, ja, die mit diesen 3 Prinzipien arbeitet. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges. Und das Dritte wollte ich noch sagen, vielleicht fällt es mir dann noch ein. Gibt es in euren Einrichtungen begleitend so rund um Wahlen Inputs, genau. Workshops? Das fällt mir ein, genau. Das haben die gemacht, genau. In Deutschland und in Frankreich haben die jetzt vor den Wahlen, sind bewusst in Vierteln gegangen, wo eher Leute mit geringeren Einkommen
sind und haben die Leute dort zu aufgefordert oder haben mit ihnen Diskussion angefangen, ob sie wählen gehen oder nicht Parteien, sondern zivilgesellschaftliche Gruppen, die nicht sagen, was du wählen sollst, sondern nur geht's wählen. Und das war aber gar nicht unumstritten dann in Deutschland, weil man dann gesagt hat, die Wahl beeinflusst, interessant, war eine interessante Debatte. Also ich finde, das wäre auch eine Möglichkeit, bewusst in solche Viertelregionen zu gehen, um dort Leute zum Wählen zu bewegen. Ich schaue jetzt, ich sehe keine Hand mehr. Dann sage ich herzlichen Dank, lieber Martin. Das ist, glaube ich, nur mehr ein... Noch eine Wortmeldung oder war das nur eine Ergänzung in der Reihe? Wunderbar. Martin Schenk, vielen Dank für deinen Input. Dankeschön.